Vereine für Vereine. Im Auftrag von Scheine für Vereine bin ich heute beim Radsportverein Illertissen. Und ja, in der Föhlenhalle in Illertissen schaut es noch recht leer aus, aber ich glaube, das ändert sich jetzt dann gleich. Da wird einem richtig schwindelig, wenn man euch die ganze Zeit so hin und her guckt. Ja, vom Verein anwesend zum einen ganz viele Sportler und aktive Mitglieder vom RSV Illertissen. Und neben mir steht die Frau Kreuzer. Frau Kreuzer, was machen Sie denn jetzt genau beim Radsportverein? Also beim Radsportverein machen wir hauptsächlich Einradfahren in den verschiedenen Disziplinen Rennen, Freestyle und Muni. Und heute sind Sie jetzt hier anwesend im Freestyle-Training als Vorbereitung für die Wettkämpfe dieser Saison. Für was braucht ihr denn das Geld jetzt? Nachdem wir eben auf so viele Veranstaltungen unterwegs sind, fallen Übernachtungskosten, Startgelder, Fahrgelder an. Aber natürlich brauchen wir für die Küren auch Gruppenkürkostüme oder eben auch einheitliche Vereinskleidung für einen Rennbetrieb oder sonstiges einheitliches Auftreten. Und genau deswegen sind wir da. Und jetzt darf ich den Herrn Strauß von der Sparkasse Neuem Illertissen zu uns bitten, der natürlich die 500 Euro jetzt an den Radsportverein Illertissen übergibt. Ja, ich persönlich freue es natürlich, dass der Verein von Illertissen jetzt mal mit dabei ist in dieser Aktion und ich denke, sie können es bestens brauchen, das Geld. Wir haben uns auch riesig gefreut, dass wir gezogen wurden und auch es geschafft haben, rechtzeitig anzurufen. Und ich denke, da kriegen wir wirklich eine absolut sinnvolle Verwendung dafür hin und möchten uns auch bei Donau 3 FM, der Sparkasse Ulm und der Sparkasse Neuem Illertissen herzlich dafür bedanken, dass sie die Aktion gemacht haben und auch finanzieren. Das hilft den Vereinen fort. Vereine für Vereine. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Ulm und der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Nur bei Donau 3 FM.